Ja, toll, aber ich kann gerade nicht schwimmen, weil Polizei Scheiß. Hier überall ist. Ja, ohne Scheiß, Wetten, der geht uns jetzt raus. Ist Wetten wir? Polizei ist immer noch neben uns. So, und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video. Wieder ums Thema Auto und Lamborghini und Porsche. Oder VW Polo. Nein, aber das letzte Video hat aufgehört, als wir das Auto aufbereitet haben. Kennzeichen dran, innen gesäubert, außen gesäubert. Ich habe die ganzen Videos noch nicht hochgeladen. Das heißt, also ihr habt die aber schon gesehen wahrscheinlich. Deswegen, ich hoffe, dass ihr es interessant findet und nicht ich jetzt irgendwie einfach mit drei Personen spreche. Wir sollten schnell wegfahren. Was ein aufregendes Gefühl. Meine Damen und Herren, wir haben gerade ein kleines Problem. Ich sitze gerade hier in meinem Auto. Wir mussten gerade, weil wir hatten vergessen, hier Licht und so auszumachen im Innenraum, als wir die ganze Zeit geputzt haben. Und da ging ja nicht der Wagen. Das heißt, die Batterie ist sowas von leer. Die ist ganz leer. Wir mussten gerade bei der Firma, musste uns ein Kollege helfen, den Wagen anzuschieben. Also der hat das gemacht, weil er sich damit auskennt, das ist ein Kfz-Mechaniker. Und hat halt den Wagen angekriegt irgendwie und das war halt auch richtig geruckelt und alles. Ne? Halt, wenn die Batterie leer ist, wie willst du den Wagen ankriegen, ne? Und jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Ich muss jetzt den Wagen laufen lassen bei der Tankstelle. Wir müssen uns auch beeilen, weil man darf das ja auch eigentlich nicht. Ja, okay, ich mach das jetzt. Ich bin nochmal aufgeregt. Ach, fuck, den Schlüssel stecken lassen. Okay. Und ich hab, das Ding ist, ganz kurz, ich lasse Wagen immer absaufen, wenn ich den nicht kenne. Ich kenne diesen Wagen nicht, weil, also beim Anfahren, die sind ja alle anders und so, ne? Und ich, ey, ohne Scheiß, wir hatten schon auf dem Weg zur Tankstelle so Schiss, ne? Und wir werden gleich gucken, ob ich es schaffe. Weil wenn wir absaufen, ne, dann kriegen wir den nicht wieder an. Stell mal vor, eine Ampel, dann ist Scheiße. Ich will nicht losfahren. Was soll denn jetzt? Ich hab gar keinen Platz. Oh Mann, jetzt laufen die noch von meinem Auto. Leute, seht ihr, wie krass ich einfach Gas gebe, bevor ich die Kupplung umkommen lasse, weil ich so Angst habe. Guck mal, hört sich doch nicht gesund an, ey. Mein armes Auto. Ja, toll, aber ich kann gerade nicht schwimmen, weil Polizei Scheiß. Hier überall ist. Ohne Scheiß, Wetten, der geht uns jetzt raus. Hier ist Wetten, wir? Wetten, ich hab Angst. Wetten, der geht uns jetzt bitte, aus. Bitte hör auf. Genau jetzt. Hier ist überall Polizei. Ne? Bin ich im ersten Gang? Ja, ich glaube schon. Das war nicht schlecht, komm. Das war teuer. Ich war mal in der Fahrprüfung nicht so nervös. Wenn ich den jetzt in der Ampel ablaufen lasse, dann sind wir tot. Kann ich mal mehr einkaufen gehen? Ich weiß. Was ist deinem Auto bleiben und der Mutter? Hey, wie komm, du schaffst das. Ja, Baby, ich bin sehr nervös. Ich bin sehr nervös. Du glaubst nicht auch, das ist nicht so. Das Auto fühlt sich ganz anders an, weißt du? Ja. War hier 50 oder 70? 70, ne? Fängt schon gut an. 50 oder 70 Polizei. Ja, ganz ehrlich, ich kann mich hier nicht auf die Verkehrsregeln konzentrieren, wenn ich mich darauf konzentrieren muss, das Auto so zu fahren, dass es irgendwie nicht absäuft. Ja. Wenn ich jemand bin, der anfangs immer Autos absäufen lässt. Weißt du, was ich jetzt los habe? Mhm. McDonald's. Oh, ist wirklich so, oder? Aber durch den Drive-In ganz. Oh, scheiße, da läuft, säuft er mir doch wieder ab, ey. Ja, du musst die ganze Zeit immer so neu anfahren. Ey, vielen Dank, wie ist der Fahrkapitän? Jo, ciao. Nicht absaufen. Die hört das. Ich war noch nie so aufgeregt. Ich war wirklich in meiner Ding jetzt nicht so aufgeregt. Ich war wirklich ehrlich. Ich war viel gechillter in meiner Prüfung als jetzt. Weil ich mir jetzt so denke, was machst du, wenn du an der Ampel stehst, der Wagen säuft dir ab und du kriegst ihn nicht wieder an. Du kannst es nicht. So an der großen Kreuzung. Stell mal vor, was machst du denn dann? ADAC rufen oder was? Ich krieg den nicht wieder an. Ich fand das konnte bei vielen. Ja, deswegen, Alter. Ja, geht der auf dich, ne? So, und wenn einer hinter mir will, der wird sich auf unsere Heckscheibe schauen. So. Hey, Bernie, bist du das da hinten? Hast du gerade sauber gemacht, Bernie? Hey! So, hier ist ein Stoppschild. Das heißt, meine Damen und Herren, wir müssen jetzt auch stoppen, ja? So, langsam und stopp. Ne? Ganz erst halten, dann schalten, ja?
So wie wir es ins Fahrstuhl gelernt haben. Jetzt können wir links, rechts gucken. Aber erst natürlich links, weil von links rasen die als erstes in uns rein. Ne? Anhalten. Ja! Boah, der geht ja richtig ab, Alter! Yo, Benny da hinten, ey, ich sag's dir, sei mal leiser, yo! Boah, Leute, Alter, ich bin. Also, an deiner Stelle würde ich mich nicht wohlfühlen mit mehr im einen Auto. Ja, manchmal ist es schon schlimm. Was sind das hier? Sind das Jugendliche, die zur. Bitte. Nein! Oh mein Gott, ey. Ja, wenn schon, dann schon, oder? Ist der Polizei hinter uns? Polizei ist hinter uns. Echt? Nein. Ey, ohne Scheiß, ich hupe jetzt jeden Jahr an, der zur Hütte geht, Alter. Leute, wir haben da so einen Club, ne? Ah, dann nochmal. Das war Angelina, du Arsch. Das ist Angelina, Alter. Yay, yeah, Angelina, ey! Leute, wir haben da so eine Disco und, boah, Alter, das ist so der übelste Kaff, ne? Wirklich, wenn du so ein, wenn du so einen Ort suchst, ne, wo wirklich nur die Assis, ja, sag das nicht. Du gehst, du wolltest da doch hingehen nächste Woche, nächstes Wochenende. Ich denke mir, warum geht man da hin? Leute, das war dieses das ist der übelste Kaff. Das ist so schlimm da. Und die rennen da alle hin. Das geht gar nicht so. Wenn du so einen Ort suchst, der scheiße ist, dann gehst du da hin. So, weißt du? Und die rennen da alle hin. Deswegen sollen die ruhig angehupt werden von mir. Guck mal, hier ist die Hütte. Hier, Leute, hier ist die Hütte. Einmal hupen. Oder ist da Polizei gerade vor? Wie alle geguckt haben, Alter. Ey, da stand so eine richtig lange Schlange davor. Von der hinter uns ist die ganze Zeit derselbe. Der denkt sich auch so, was hupt der denn die ganze Zeit, ey. Das ist der 80er, 90er Party, deswegen ist das so. Oh mein Gott, ey. Leute, das ist auch wieder so die Sache, warum ich nicht gerne Discos gehe, ja. 80er, 90er Party, alles gut, ne. Ich liebe Songs aus den 80ern, ne. Boah, richtig geil. Und dann kommen die dann in Clubs und machen so richtig dreckige Remixes aus den Songs und versauen einfach die Lieder. Ich versteh's nicht. Ja, deswegen werde ich doch auch langsamer. Oder, hey, rot heißt doch grün. Ich muss doch jetzt darüber fahren, oder? Das heißt, die alle gehen zu. Ja, und nächste Woche gehst du da auch hin. Nein, das war dieses Wochenende. Ich wollte zu dieser Fahrt. Echt? Also. Bist du nicht gegangen? Nein, wegen dir, weil ich das mit dir machen wollte. Boah, ist das süß, Leute. Das nenne ich Relationship Goals, ey. Boah, Alter, ey, das Ding fällt gleich da runter. Ja, guck mal, so geht das doch jetzt, oder was? Du bist jetzt leise! Du bist jetzt leise! Wir werden in einem Video, Bushaltestellen abfahren und gucken, ob da so ein, zwei Leute sind. Und dann die dann einfach mitnehmen. Und dann mit denen zusammen, ja, einfach die dahin bringen, wo die hinwollen, ne? Zu den Bushaltestellen. Dafür müssen wir aber die Bushaltestellen auch alle kennen. Aber es wäre doch mega lustig, oder? So. Wir sind jetzt hier auf irgendeinem verlassenen Parkplatz. Ja, wir können doch mal ein paar Fahrübungen machen hier. Boah, ich fahre hier rum wie ein Verrückter. Die denken sich auch so, was ist mit dem kaputt im Kopf? Ich will auch mal fahren. Alter, wie der geslidet ist. Hast du das gesehen? Ja, und hier ist rutschig. Du siehst das doch, das glänzt doch alles da. Meinst du, wir schlagen aus? Weil ich ein bisschen Gas gehe. Boah, Alter, hast du gesehen? Er richtig mit dem Arsch nach da rechts, ey. Ich würde jetzt mal nicht weit helfen. Ich stehe da so wie so eine Prostituierte. Ich will mich jetzt nicht zu weit auf dem Fenster lehnen, aber ja, Prostituierte. So, deswegen. Wie teuer sind sie? Steigen sie einfach kurz ein. Komm, wir machen es heute für Blau. Hey, warten Sie! Hey! Was ist das denn? Ist das aufgenommen? Ja. Willst du mal fahren? Ja. Dann lassen wir sie jetzt fahren. U-Turn. Geht auch ein Führerschein, aber sie fährt selber nur einen Automatikwagen. Sie hat so ein, Beetle, einen VW Beetle, aber der ist so richtig. Warte, sei mal ruhig. Was war das? Das ist gut. Hat er irgendeinen gerufen oder so? Wir sind hier in so einer Halde, so einer verlassenen. Ich hab Angst. Ey, hier waren wirklich gerade einer gerufen. Das ist die Bremse, ne? Wenn das, ich weiß nicht mehr. In der Mitte ist die Bremse, links ist die Kupplung und rechts ist das Gas. So, warte, was muss ich jetzt da machen? Bremse los, Gas geben. Nicht so viel, Alter! Ich kann das nicht einschätzen! Lass einfach die Kupplung ein bisschen kommen. Chill. Und ein bisschen Gas geben. Misch dich nicht ein. Am besten lenkst du auch direkt ein. Ja, so smooth. So smooth. Und nicht da rechts gegenfahren, danke.
genau, geh mal in den zweiten. Boah, mit dem Gasrad muss ich noch irgendwie lernen, aber... Ah, du machst du gut. Der Wagen fährt da richtig schön smooth. Guck mal, da hinten ist das Eis, da wo wir gerade gerutscht sind. Ne? Da krieg ich Angst. So, jetzt geh mal in den ersten. Bisschen langsamer werden den ersten gehen. Moment. Du gehst jetzt in den ersten Gang, Alter! Wenn ich Fahrlehrer wäre, dann würde ich genauso reagieren. Ja. Erster Gang hab ich gesagt! Ah, bist du schon? Okay! So, jetzt gehst du in den zweiten. Ja, du gehst in den zweiten Gang! Kurve! Nein, nicht ich denke, Alter! Ich sag's, ich will's halt den zweiten Gang, ey! So 10-8. Jo, ist genau so! Matthias, der Wagen hat gewackelt, hast du das mitbekommen? Tobias Friedemann, bist du das? Hey! Ey, das ist eine coole Perspektive. Alles cool. Was sagt das nochmal? Ich möchte auf Video. Ich will keine Automatik haben. Das ist geiler, ne? Kupplung ist geil, oder? Ja, das ist viel cooler irgendwie. Ja. Also, dann hast du wenigstens was zu tun. Ich werde von keinem die denken hier, wir wollen ja auf dem Parkplatz irgendwo Sex haben oder so wahrscheinlich. Guck mal Leute, der da hinten, der Typ, der probiert auch aus. Der fährt jetzt auch immer da runden. Oh Mann, ey, weißt du, der fährt da so, weißt du, wie wir fahren. Der gibt da so richtig Gas, ey. Und wir machen hier so... Ja, ja. So ein Bummel, weißt du, wenn so eine alte Omni in der Stadt rumläuft. Ja, ist ehrlich so. So Leute, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Oh, was? Ich weiß nicht, ob der dieses automatische Zug hat. Nein, hat er nicht. Und selbst wenn, gehen wir durchs Fenster rein. Oh, okay. So Leute, meine Damen und Herren, ich danke euch fürs Zusehen. Hat sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja. Okay. Ja, schreibt... Mann! Es reicht jetzt! Ich krieg den, Alter! Ich fahr jetzt weg mit dem Auto, ne? Ja. Guck mal, können wir nicht auch sowas machen? Ja, Baby, ich hab nicht so viel PS wie der. Dann hörst du bis hier, bis Amerika, ey. Ey, Leute, wir machen uns so, kennt ihr das bei Fahrrädern? Man macht sich so diese Klapperdinger an die Speichen und dann hört sich das an wie so ein krasser Motor. Sowas machen wir, ja? Okay, nein, aber mal Real Talk, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr Videos mit dem Auto wollt. Ich freue mich gerade mega. Wir werden viele Sachen unternehmen. Ja, willst du noch was sagen, außer da rumzusliden? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne sage ich ciao und abonniert Leon TV.